Diesmal soll die Reise in das französische Elsass gehen. Besucht werden folgende Reiseziele: die teilweise renovierte Burg Fleckenstein, die Schönenburg-Festung in der Maginot-Linie, das Schiffshebewerk am Rhein-Marne-Kanal, das KZ Natzweiler, Struthof, die Altstadt von Reichenweier, der Berg der Affen, die Burg Hohkönigsburg bei Orschwiller, die drittgrößte Stadt im Elsass, Colmar, und zum Schluss noch Eguisheim. Diese elsässischen Sehenswürdigkeiten werden im Zeitraum von nur einer Woche besichtigt. Zurück zum Womo und weiter nach Colmar, der drittgrößten Stadt im Elsass. Der Weg führt teilweise über Schnellstraßen, dann mitten durch die Stadt Colmar. Irgendwann ist der Campingplatz erreicht. Es ist ein Stadtcamping, um ca. 2 Kilometer von der Stadtmitte entfernt. Er hat einen guten Standard, Fähr und Entsorgung für Womus ist gegeben. Entweder kann man einen Stellplatz buchen oder einen Platz auf der Wiese. Michelin und Pascal entscheiden sich für die Wiese gleich neben einem Fluss. Interessant war die Fauna, die an dem Gewässer lebt. Viele der einheimischen Tiere der Vogelwelt wohnen am Fluss. Ein Graureiher auf der Pirsch entlang des Wassers. Sie wandern nur knietief über die Uferregion und suchen nach Fressbarem. Eine männliche Mandarinente mit Partnerin schwimmen in der Strömung. Diese kommen normalerweise aus Asien. Wahrscheinlich sind diese einem Züchter entflohen. Willkommen in Europa. Das Wetter verschlechtert sich. Himmelgrau in Grau fahren die beiden in die Stadt. In Colmar selbst suchen Michelin und Pascal das Touristenzentrum auf. So bekommt man sehr schnell die nötigen Informationen. Man kann sich die Sache auch einfacher machen und folgt ganz einfach den Pfeilen, die im Boden verankert sind. Erstmals erwähnt wurde Colmar im Jahre 873 als Columbarium, da Ludwig der Frommer dem damals ansässigen Kloster ein Grundstück aus der Region Columbarium schenkte. 1226 wurde Colmar durch die Hand Kaiser Friedrich II. Zur freien Reichsstadt erhoben, in der Kunst und Wissenschaft erblühten. Die Auseinandersetzung zwischen den Alliierten und dem Nazi-Deutschland überstand Colmar wie durch ein Wunder nahezu unbeschadet. Die vielen gut erhaltenen Fachwerkhäuser machen Colmars pittoresken Charme aus. Beim Schlendern durch die breite Fußgängerzone des alten, unter Denkmalschutz stehenden Colmar kann man ein reiches, gut erhaltenes Kultur-, Zivil- und Religionserbe bestaunen, das vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert reicht. Das reich verzierte Gebäude Haus der Köpfe wurde 1609 im Auftrag des Colmarer Kaufmanns Anton Burger erbaut und hat 1888 der Straße ihren Namen gegeben.
Die Anordnung der Fassade, die Fenster und der Giebel mit den Voluten zeigen Ähnlichkeiten mit anderen Gebäuden in Colmar, die aus der gleichen Epoche stammen. Erbaut von 1235 bis 1365 ist die Stiftskirche St. Martin ein Hauptwerk der gotischen Architektur im Elsass. Der Dachstuhl und die Bekrönung des Südturmes wurden 1572 bei einem Brand zerstört. In der Kirche fanden mehrere Restaurierungsarbeiten statt. Die letzte, die 1982 beendet wurde, legte Fundamente einer Kirche aus den Jahren um 1000 frei, sowie auch Spuren aufeinanderfolgender Anbauten im 11. und 12. Jahrhundert. Wieder außen und weiter durch die Stadt. Das Haus Pfister wurde 1537 im Auftrag des Hutmachers Ludwig Scherer erbaut. Dieser erlangte sein Vermögen mit dem Handel von Silber der Region. Trotz seiner mittelalterlichen Merkmale ist das Haus das erste Beispiel für die architektonische Renaissance in Colmar. Mit seinem Eckerker auf der 2 Etagen, seiner Holzgalerie, seinem achteckigen Türmchen und seinem Mauerband, das biblische und weltliche Szenen zeigt, ist das Pfisterhaus eines der Symbole des alten Colmars geworden. Es ist nach der Familie benannt, die das Haus zwischen 1841 und 1892 bewohnte. Weiter den Pfeilen nach. Das Viertel der Weinhauptstadt, das Klein-Venedig genannt wird, zieht jährlich viele Touristen aus allen Ländern an und führt durch den wohl malerischsten Teil Colmars. Zu sehen bekommen die Gäste auch windschiefe, farbige Fachwerkhäuser, jedes in einer anderen Farbe, da diese früher eine bedeutende Rolle spielten. Den einzelnen Berufen wurden nämlich verschiedene Farben der Häuser zugeordnet. Zu einer romantisch anmutenden Reise in die Geschichte lädt Colmar ein. Auf der Lauch, dem Fluss, der die pittoreske Stadt wie eine Lebensader durchzieht, werden noch bis Ende Oktober abwechslungsreiche Bootsfahrten angeboten. Im 16. bis 18. Jahrhundert diente der Kanal der Beförderung von Gemüse und Obst zur Markthalle der Stadt. Zu dieser Zeit kam wohl auch der Fluss zu seinem Namen. Angeblich verlor ein Gemüsehändler seine Ladung Lauch, als sein Kahn kippte. Die Gondoliere erklären, dass das alte Stadtviertel Colmars früher Zentrum für Fischerei und Fischverkauf gewesen sei. Seit 10 Jahren gleiten hölzerne Flachboote mit leisem Elektromotor über den Lauch. Einige der Brücken sind sehr tief. Nach ca. 25 Minuten hat man wieder festen Boden unter den Füßen. Es ist Nachmittag geworden, Zeit, Colmar wieder zu verlassen. Am anderen Tag geht es weiter nach Eguisheim. Das sind ca. 20 Kilometer zu fahren. Der Campingplatz der 3 Schlösser ist das letzte Ziel dieser Reise ins Elsass. Er liegt ca. 900 Meter vom Dorfkern Eguisheim entfernt. Er ist sehr ruhig gelegen, hat eine freundliche Bedienung und saubere Sanitäranlagen. Die Parzellen sind groß genug und einige sind beschattet.
Camperherz, was willst du mehr? Die Gegend um Egolsheim liegt mitten in den Weinbergen. Oben auf dem Hügel sieht man die drei Burgen. Reben, soweit das Auge reicht. Ein Weinlehrpfad gibt einem die Möglichkeiten, sowohl Weine wie Weinberge des Elsasses auf eine informative und besondere Art kennenzulernen. Durch aufklärende Schilder, die vor den Parzellen aufgestellt sind, lernt man die 7 Rebsorten der Region kennen. Dabei genießt man ein herrliches Panorama über Weinberge und den Ort Egolsheim. Das Dorf liegt wenige Kilometer südwestlich von Colmar. Es ist ein typisch elsässisches Dorf von höchst malerischem Reiz. Ein Spaziergang durch die mit Kopfstein gepflasterten Gassen bietet an jeder Ecke neue, kleine, liebevolle Einblicke und Ausblicke. Diese Form des Straßenverlaufs ist einzigartig. Aber nicht nur das macht die Stadt so weithin bekannt. Bunte Fachwerkhäuser, eine Altstadt, in der die Vergangenheit noch bis in die Gegenwart reicht, und die Herzlichkeit der Elsässer verleihen der Stadt ihren ganz besonderen, pittoresken Charme. Charakteristisch für unsere Winzerhäuser ist das gemauerte Erdgeschoss, auf dem das Fachwerk aufgebaut ist. Bis zum 16. Jahrhundert ist das Fachwerk schlicht gehalten, das Holz nur durch Ruß oder rotes Eisenoxid vor der Verwitterung geschützt. Farben und Pigmente sind unbezahlbar. Man benutzt nur Lehm- oder Kalktünche als Anstrich. Die Fenster werden ab dem 17. Jahrhundert größer, die Fassaden werden mit Holzverzierungen geschmückt. Die Häuser der Begüterten kann man an den Pastellfarben erkennen. Im 19. und 20. Jahrhundert kommt der zementgebundene Mörtel in Mode, der von da an dem Schutz der Bauwerke dient. Seit einigen Jahrzehnten jedoch bevorzugt man wieder die sichtbare Holzkonstruktion, die in verschiedenen, lebhaften Farben dem Elsass zu seiner neuen Identität verhilft. Der romantische Ort wird von Weinbergen umgeben und zieht heute seinen wirtschaftlichen Nutzen daraus. Außerdem spielt der Tourismus wirtschaftlich eine große Rolle. Über den Türzargen stehen die Zunft und das Erbauungsjahr der Häuser. Am Schlossplatz auf dem Brunnen befindet sich das Standbild von Papst Leo IX., geboren 1002 in Egolsheim. Der wohl berühmteste Einwohner der Stadt amtierte in den Jahren 1049 bis 1054. Was wäre das Elsass ohne seine Störche? Diese nisten inmitten der Ortschaften auf den Dächern. Sogar der Turm der Kapelle wird nicht ausgelassen. Die St. Leo-Kapelle wurde an der Stelle, wo einst der Bergfried stand, im neuromanischen Stil erbaut. Sie wurde 1894 geweiht und dem heiligen Leo gewidmet. Im Inneren wurden von Martin auf das Gewölbe Medaillons im Stil des 11. Jahrhunderts gemalt. Sie stellen die 7 Szenen aus dem Leben des heiligen Leo dar.
In Egersheim befand sich wohl schon in der Römerzeit ein Kastell. Auch über 2 Jahrtausende später zählt der Ort zu den schönsten Dörfern Frankreichs und wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Interessant sind ebenfalls die Schilder an den Außentüren. An ihnen erkennt man sofort, mit welcher Ware gehandelt wird. In ganz Egersheim findet man doch eher selten die Souvenirläden. Und das ist auch gut so. Man bemüht, den kitschigen Touristenmilieu fernzubleiben. Die Restauration ist gut und bei moderaten Preisen. Gerne serviert man die traditionelle einheimische Küche mit Flammkuchen und Sauerkraut mit Beilagen. Auf dem Dorfplatz ein schlichtes Denkmal, das an die Opfer der beiden Weltkriege erinnert. Außerhalb des Dorfes sieht man den hohen Kirchturm von Weitem. Der neobarocke Hauptaltar wurde 1867 aus Eichenholz geschaffen. Sehenswert ist auch das romanische Portal der Kirche Saint-Pierre-et-Paul an der Rückseite des Schlosses. Zeit, das malerische Dorf zu verlassen. Unweit vom Campingplatz ist der Park der Störche. Es klappert und flattert im Storchenpark. Aus nächster Nähe können diese Tiere betrachtet und zwischen Mitte Mai und Mitte August die Aufzucht von Jungstörchen in großen Nestern direkt am Weg mitverfolgt werden. Besonders die weißen Störche versucht man immer mehr aufzuziehen, damit die Storchennester in den elsässischen Dörfern wieder stärker besetzt werden, ist das erklärte Ziel dieses Parks. Mitte Mai ist der Nachwuchs schon geschlüpft. Sie betteln stetig nach Futter, das Altvögel wieder herauswürgen. Gefressen wird, was in den roten Schnabel hineinpasst. Fische, Wirbeltiere, Eidechsen oder Frösche. Leider läuft die Zeit wie in jedem Urlaub mal wieder viel zu schnell. Die 8 Tage sind schon vorbei, bevor man sich umsieht. Diese reichen leider nicht, um den ganzen Elsass zu besuchen, aber es verschafft einen Überblick. Dies ist auch ein guter Grund, wiederzukommen. Schon auf dem Heimweg wurde beschlossen, das Weinfest in Egersheim zu besuchen, das jährlich im August stattfindet.